Wir sind Julia, Philipp und Sally und zusammen reisen wir in unserem Oldtimer-Van Gonzo durch Europa. Momentan reisen wir in Schottland ein und glücklicher könnten wir nicht sein. Schnell entscheiden wir uns, mit der Fähre auf die Isle of Bute zu fahren und alle von uns haben ihren Spaß. Wir sind fasziniert, was uns hier geboten wird und wir sehen sogar bereits Highland-Rinder und Robben. Das ist so cool. Die sehen aus wie die Sally. Das Inselhopping beginnt. Willkommen zu einem neuen Video von uns. Und willkommen in Schottland. Ja. Schottland präsentiert sich auf jeden Fall von seiner besten Seite. Und wir haben einen wunderschönen Stellplatz gefunden. Das ist einfach gigantisch. Bist du ready? Für was denn? Für den Beach. Bitte? Für den Beach. Für den Beach? Let's go to the beach, beach, let's go to the beach, 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 beach. Oh, ja! Licht da drüben. Love it! Love it! Sally! Sally! Komm! Hier rein! Super! Wo ist denn dein Ball? Hallo zu einem neuen Tag mit uns. Wir haben schon gearbeitet, waren schon mit Sally am Strand und jetzt müssen wir weniger schönen Dingen nachgehen und zwar Abwasser entleeren, Toilette entleeren und Wasser auffüllen. Aber ich glaube, das ist eine Entleerstelle mit dem wohl schönsten Ausblick. Wohl wahr. Es gibt hier leider nicht diesen typischen Ablauf, wo man einfach drauf fahren kann. Deswegen müssen wir das umständlich mit Eimern machen, aber zum Glück haben wir einen dabei. Aber als Tipp, wer nach Schottland oder England will, der sollte auf jeden Fall so einen Eimer dabei haben.
Zum Thema Trockentrenntoilette. Wir sind aktuell richtig happy mit der Art und Weise, wie wir sie reinigen. Erstmal vorab, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen mit Trockentrenntoiletten habt. Es ist so, dass der Feststoffbehälter eigentlich nie riecht, sondern eher der Urinbehälter. Das heißt, man muss da wirklich drauf gucken, dass man den gescheit sauber macht. Und da ist Wasser oder nur Wasser auf jeden Fall der Tod, denn durch Wasser bildet sich Urinstein. Das haben wir gelernt. Und wir reinigen das immer so, dass wir eine Lösung aus Wasser und Essig zum Beispiel nehmen oder Zitronensäure. Und damit ist es dann richtig gut. Und einmal im Monat einfach ein Deep Clean der Toilette. Ja, unangenehmes Thema, muss aber sein. Seitdem wir die Tankreinigung gemacht haben, ist es nämlich auch möglich, hinten am Abwasser zu sitzen und dabei zu bleiben, währenddessen es rausläuft. Das war echt die beste Idee, die wir hatten, mal so eine Tankreinigung zu machen. Wen es interessiert, der kann gerne mal unter das Video schreiben, dann können wir das gerne mal nochmal berichten, wie wir das getan haben. Ansonsten reisen wir seit Beginn mit einem 20-Liter-Kanister. Der hat uns echt schon an vielen Stellen geholfen, allerdings hat uns Ünal damals, als wir sie in Spanien getroffen haben, uns so ein 1,5-2 Meter Gartenschlauch gegeben und wir haben uns dann noch so einen Adapter für die Trinkwasserstellen gekauft. Und das ist echt der Gamechanger, weil so können wir eigentlich überall das Wasser da reinlaufen lassen, haben nicht einen zu langen Schlauch, der immer irgendwie feucht ist. Den packt man dann einfach hinten in den Rucksack mit rein. Und falls der Schlauch von der Länge her nicht reichen sollte, können wir ja immer noch den Kanister nehmen, füllen da das Wasser rein und füllen von dem Kanister aus das dann in unseren Tank. Das ist dann auch echt super. In the city lights, where dreams ignite, we'll rise up like stars in the darkest night. With hearts on fire, we'll burn so bright. Ich war 5 Minuten raus. Blending day and night. Through the neon haze, we'll find our own way. Dancing till dawn with no time to delay. Let the rhythm guide our bodies in sway. A symphony of souls we can't help but obey. We'll join the midnight chorus singing in the streets with every voice united, unstoppable and free. Melodies intertwining, creating harmony. In this never-ending moment, we'll find our destiny. Ignite, we'll rise up like
fire will burn so bright. Together we'll sing, blending day and night. Through the neon haze, we'll find our own way. Dancing till dawn with no time to delay. Let the rhythm guide our bodies in sway. Symphony of souls we can't help. Also, so schön wie das Wetter gestern war, so schlecht ist es heute. Es ist super stürmisch, kalt und regnerisch und wir haben im Juli die Standheizung an. Im Juli. Verbringen den Sommer in Schottland, haben sie gesagt. Naja, wir machen es uns gemütlich, gehen nachher noch einkaufen und dann an einen neuen Stellplatz. Melodies intertwining. Burn so bright, together we'll say at night. Through the neon haze, we'll find our own way. Dancing till dawn with no time to delay. Let the rhythm guide our bodies in sway. Symphony of souls, we can't help but obey. Wir sind echt froh, dass wir das letzte Mal, als wir zu Hause waren, ordentliche Regenklamotten uns noch besorgt haben. Das eine Mal hatten wir sie vergessen und tatsächlich hatten wir das ein oder andere noch nicht, aber das hat sich jetzt auch wieder bemerkbar gemacht, dass es sich gelohnt hat, weil dann sind solche Spaziergänge wie eben einfach auch angenehm. Wir sind mittlerweile jetzt weitergefahren und an einem Schwimmbad angekommen. Liegt daran, dass wir duschen müssen. Ich lasse es lieber zu erzählen, wie lange wir noch nicht mehr geduscht haben. Wir waschen uns ja jeden Tag, aber dadurch, dass wir keine Campingplätze anfahren und öffentliche Duschen recht rar sind, haben wir uns heute überlegt, wir fahren in ein Schwimmbad. Und das ist auch das allererste Mal, dass wir mal wieder so alltägliche Dinge tun, also normale Dinge tun, wie auch mal schwimmen gehen. Es ist irgendwie soweit jetzt, nach 5,5 Monaten, 6 Monaten, dass sich dieses Gefühl entfernt hat, dass wir jeden Tag unbedingt was erleben müssen. Und dieses Gefühl, was man im Urlaub immer hat, von Tag zu irgendeiner nächsten Sehenswürdigkeit. Und jetzt schleicht sich das so ein bisschen ein, dass es unser Alltag ist und unser Leben ist. Und das fühlt sich super gut an. Und deswegen ist es echt schön, dass wir heute einfach mal wieder schwimmen gehen. Und dann können wir gleichzeitig auch duschen gehen. Das werden wir bestimmt jetzt erstmal genießen. Und dann geht's frisch geduscht einfach weiter. Vielleicht einfach direkt an den neuen Schwellplatz. Das war echt super. Das war in einem Community Center. Dort gibt es mehrere Sachen als nur ein Schwimmbad. Da gibt es ein Sportstudio, da gibt es Räume, die man sich für Geburtstage anmieten kann. Ein kleines Schwimmbad, wirklich nur klein. Wir waren, glaube ich, jetzt 30 Mann da drin. Das war schon sehr eng, aber für unsere Verhältnisse, die wir benötigt haben, echt super. Eine Stunde schwimmen und natürlich duschen hat uns 4 Pfund pro Person gekostet. Das waren also 5 Euro. Und das finden wir absolut fair. Wesentlich günstiger als ein Campingplatz, den wir jetzt irgendwie sinnloserweise ansteuern würden, nur um zu duschen. Und dafür hat das für uns absolut ausgereicht. Smile into another tasteless day. The lucky guest to choose his shade of gray. Someone never sets foot in this town. Who clamps his clothes on you and drags you down. I know life with me is not always light. The drinking, screwing, itching for a fight. Your mama won't.
tell her, well, you can't tell her, well, you can't tell her, well, you can't tell her. Forever now you stay for me, forever now you stay for me. Sally liebt es, sich bürsten zu lassen. Nicht. Aber sie akzeptiert es. Manchmal mag sie es. Manchmal mag sie es, ja. Wenn du es machst. Ja. Mami macht es besser. Jo. Wir haben uns entschieden, wie wir weiterverfahren. Und zwar geht es in Richtung innere Hebriden. Das ist schon lange auf dem Plan. Und jetzt freuen wir uns, dass wir es endlich durchziehen können. Und werden jetzt so langsam die kleinen Fähren nehmen, ein kleines Inselhopping machen, um dann so langsam auf die inneren Hebriden draufzukommen und sind super gespannt, was da auf uns zukommt. Find her back in school. I tried to find her in a bar room, just sitting on a stool. Maybe she's a vision, or maybe she's just a dream. Or could there really be a woman somewhere waiting just for me? What's a man gotta do just to find a little love? What's the price he's gotta pay just to find a special one? Is it only for the lucky? Do I have to push and shove? What's a man gotta do? I've been searching now forever. I've been tossed in the flood. I've been waiting for tomorrow, but tomorrow never comes. Well, you know I'm not the devil. I never hurt anyone. And the love that I've been needing, what's a man gotta do just to find a little love? What's the price he's gotta pay just to find a special one? Is it only for the lucky, or do I have to push him sure? What's a man gotta do? Thank you.
Alter, die tun mir auf. Ich hab das nicht umsonst gesagt. Es ist so leise hier. Es ist unfassbar schön. Wir wollen jetzt zu einem Robbenaussichtspunkt. Drückt uns die Daumen, dass wir Glück haben. Bisher hatten wir das nämlich nicht. Und ich finde, wir können mal ein paar süße Tierbegegnungen haben. So viel zu, es ist so schön leise hier. Das ist so cool. Die sehen aus wie die Sally. Was für ein nicht geplanter Nachmittag, ist das geil! Oh, ich liebe es so richtig. Es ist so schön, die Robben hier zu sehen und das einfach neben den Rindern. Und da sind sogar Highland-Rinder dabei. Also es ist einfach Wahnsinn. Wir sind sprachlos und wir denken, dieses Video können wir nicht besser beenden. Daher würden wir uns gerne bei euch verabschieden für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, vielleicht einen Kommentar und natürlich ein kostenloses Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie unser Inselhopping weitergeht. Wir sind richtig gespannt und freuen uns, alle schottischen Inseln zu erkunden. Mal sehen, wie viele wir schaffen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit und bis dann. Ciao. Tschüss. Super! Sieht man dich? Nein. Warte. Hast du auf? Hast du auf? Ist egal. Sollte ja fokussiert sein. Ja, perfekt.